Also ich bin der Kurz Maximilian von der Silvretta Seilbahn AG. Ich bin dort stellvertretender Betriebsleiter, zuständig für 6 Anlagen. Also ich bin der Grober Stefan, ich komme aus Viehofen, arbeite bei den Salbacher Bergbahnen. Ich bin gelernter Seilbahntechniker. Ich bin der Max, bin stellvertretender Betriebsleiter bei den Partenkirchner Bergbahnen. Mein Name ist Michael Gressel und bin bei Doppelmayr Trainer für Seilbahnanlagen mit Spezialgebiet Hydraulik. Mein Name ist Marcel Alfett, komme von Torrebier. Ich bin bei der Dornbirner Seilbahn AG angestellt, als Betriebsleiter, Stellvertreter. Ich bin der Martin Hörvater, ich arbeite seit 2004 bei der Firma Doppelmayr und bin Trainer mit dem Spezialgebiet Fahrzeuge. Durch die umfangreiche Praxiserfahrung von uns Trainer können wir alle Fragen von unseren Kunden beantworten und unser Ziel ist es, jedes Training zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Wir schauen eigentlich, dass wir jedes Jahr einmal einen Doppelmayr-Kurs machen, weil die Kurse recht interessant sind und das ist eigentlich immer, man nimmt immer gute Erfahrungen mit. Mir gefällt es gut, dass es so groß ist, dass auch alles fest eingerichtet ist, mit Bremsaggregate und Steuerungen. Also mir gefällt am Schulungszentrum am besten, dass die Vortragenden alle sehr praxisnahe sind, weil die kommen alle aus der Praxis. Natürlich haben sie auch die ganzen Geräte da und die ganzen Komponenten von der Seilbahn. Und da kann man wirklich mal probieren, was man daheim an der Anlage nicht probieren kann. Wir gehen eigentlich auf die Kurse rein aus Interesse, dass wir das selber wieder schulen, dass wir neues Zeug erfahren und natürlich auch für die Zukunft, dass wir dort einfach gut gestellt sind. Das bringt in dem Sinn, dass man effizienter arbeitet, dass man mit Ersatzteilen weiß, wie umgehen, welche Sicherheitsersatzteile ausgetauscht werden müssen und ja, dass wir einfach sicher unterwegs sind. Ich finde die Lage super, weil das Schulungszentrum, Bahnhof, Hotel, ist klar alles ums Eck. Und man hat keine langen Wege, man braucht über dem Auto fahren, man kann das Auto in der Tiefgarage stehen lassen und es ist alles innerhalb von 5 Minuten erreichbar. Aufgrund der langjährigen Erfahrung von unseren Trainer können wir auf individuelle Fragen von unseren Kunden während den Schulungen, sei es hydraulisch, mechanisch, sehr gut eingehen und meistens alle beantworten. Und kein Kunde sollte das Gebäude von uns verlassen mit offenen Fragen.